Nee, aber genau so war das. Und deswegen habe ich halt zum Jürgen, ich habe gesagt, Jürgen, eine Versicherung ist immer. Ah ja, ne? Eine Versicherung ist immer. Da kannst du nicht da Ding und eine Versicherung ist ja auch nie. Wenn du, ja, gerade bei sowas, ne? Der A6 ist von rechts ungebremst, dann Audi. Der ist voll in der Arena. Und das sind die Tatsachen. Und nicht die habe ich gemeint, Versicherungsding. Schreib, ne? Dass man. Der Achim war der Beifahrer. Der Achim war der Beifahrer und der Jürgen ist ja selber. Und nicht da, die habe ich gemeint, dass man das. Naja, weil der Jürgen hier. Ja, und der habe ich. Ah, nee. Ich habe gesagt, das ist ja auch Irreführung, falscher Ding. Dann. Da. Gut. Und der Achim weiß nichts mehr. Der war ja 3 Tage in dem Künstlichen. Ja, ja. Und dann habe ich ihn ganz weg. Beobachtungsspezial. Beobachtungskrankenhaus. Weil die haben vermutet, Schädelbasis. Aber nichts gefunden. Das war Glück. Das war ohne irgendwas wieder Glück im Auto. Das Einzige, was der Achim noch weiß, ne, dass er zum Jürgen gesagt hat, Jürgen, rechts ist frei. Fahr raus. Ne. Und dann war praktisch. Ne. Ja, was muss denn der Jürgen da rausfahren? Ne. Pro Nacht kommt da ein Auto. Das habe ich die genau abgefangen. Oh, wann kommt's denn endlich? Ich muss heim, aber ich weiß auch nicht, was der da. Der Jürgen ist ja nur deswegen gefahren, weil die gemeint haben, dass er hier weniger. Hat nicht gestimmt. Aber der Jürgen, der ist halt da, ne? Der kann ja. Der ist ja über 2,04 Meter. Der Jürgen ist über 2,04 Meter. Der Achim ist auch 1,90 mindestens. Aber der Jürgen ist weit über 2,04 Meter. Wenn's langt. Das ist die Masse, der kann halt da. Die Leute meinen immer Muskelding, aber und Ding, das ist reine Masse bei dem. Ja, aber das ist ja nicht. Der A6 ungebremst, der ist wie auf Glatteis da rein. Und es war ja auch Glatteis. War Glatteis und Neuschnee. 2 Schichten, dass nichts anbrennt. Ah ja, einwandfrei. Ja, aber der. Man, auf der anderen Seite, ich habe noch nie einen A6 Bremse sehen. Aber wer kommt denn auf der Autobahn hin links und diesen da? Guck schon mal. Immer hier, Geschäftsding, Kombi. Immer der dunkelgraue A6 Kombi. Ablendlicht. Fehlt serienmäßig. Extra bestellen, wer es braucht. Immer der. Und den dunkelgraue A6,
den gibt's auch bloß in Grau. Noch nie, dass der mal anders ist, immer der. Aber Hauptsache, dass das, muss froh sein. Weil das ist lang gegangen mit dem Schreibding Versicherung. Und bei sowas, früher hat man gesagt, Alkohol und Versicherung ist eins, aber die müssen auch gucken, dass sie gucken und wie und was. Ja? Aber die Versicherung hat dann am Schluss geschrieben, nein. Klar. Und da haben wir trotzdem gefeiert. Wir haben gesagt, ist sowieso egal. Wir haben gemeint, das. Ne? Aber wir haben beim Jürgen haben wir gefeiert. Ne? Der Achim war dabei. Der Achim ist ja der Bruder. Praktisch, im Endeffekt. Ne? Naja, warum nicht? Ne? Das letzte Mal richtig gefeiert haben wir, das war beim Jürgen. Aber das war, wann war das? Das ist ja. Das war letztes Jahr. Vor dem Sommer. Stimmt, das war Juni. Das ist ein Jahr her, genau. Praktisch im Endeffekt. Das war im Freien beim Jürgen. Da haben wir erst Fußball, genau. Da war Euro-WM. wo wir Italien, weißt du noch, 2-0 Italien, auf Wiedersehen. Da haben wir erst die Garage abgehängt mit so Decke, dass Fußball ist. Und genau, 2-0. Weißt du noch den hier? Wer ist der Kampfhund? Der Bagatelli, weißt du noch? Der Jürgen hat sein Trikot raus, in der Halbzeit schon. Sein Gomez-Trikot. Der hat sowieso nicht gespielt. Oh. Hat er gesagt, ich will nicht mehr, nie mehr Fußball. Ich hab gesagt, Jürgen, jetzt, Fußball ist immer. Ja, einmal ist so, dann ist wieder. Dann hat er gesagt, nein. Und da haben wir bis früh um 5 Uhr haben wir zu ihm gesagt, Jürgen, wie macht der Kampfhund? Na, Jürgen. Hat er sich ein rotes Servett auf den Kopf gelegt? Hat er gesagt, wie lange müssen wir trinken, dass wir auf 0,5 Promille kommen? 3 Tage nichts und dann wieder ein Ding da. Das war. Ja, an dem Tag war es 2 Tage her, dass der Jürgen zurückgekommen ist von Florida. Da war der noch komplett vom Zeitding. Ne? Der Jürgen hat Verwandte in Ding, wie heißt es, in Florida. Der Arim auch. Ne? Aber der Arim, der hat gesagt, Amerika, der war gar nicht dabei. Er hat gesagt, Amerika hier, praktisch Griechenland. Ne? Nein, geh mal nach Amerika und sag Krankenkasse. Geh mal hin und sag Krankenkasse. Die gucken genauso. Nix mehr. Das, ne? Aber das ist ja. Wir haben auch deswegen gefeiert, weil Jürgen sein Kleine, der Lukas, ist ein Bu. Ne? Der war da 3 Monate. Ne? Da war der so. Ne? Die Füßli, die Bäckli. Der Seitensprung, Bub, ist das. Ist passiert. Ich hab gesagt, Hauptsache Ding und fertig. Ne? Ja, da ist er nicht der Einzige auf dem Planet wahrscheinlich. Ne? Ein halbes Jahr vorher ist ja seine ausgezogen. Die von damals. Die von damals, im Jürgen seine. Wo die das gehört hat mit dem Seitending, da ist die komplett ausgezogen. 1 Tag, alles raus. Es war ein Zufall, ich war hinten am Haus. Sonntags gehe ich manchmal hin die Treppe, dass ich wenne zum Jürgen und Ding. Und da sehe ich, wie die Halbverwandten, die sind da neu, wie die GSG 9. Also, Sonderkommando-Einsatz-Ding da. Und sie fahren raus. Ne? Du bist schuld. Boah, die war. Wo ich den Möbel-Einsatzwagen
da habe ich schon gewusst, das wird ein ganz normaler Sonntag heute. Einwandfrei. Und du hättest nie gedacht, dass die zweimal auseinander, die waren ja wie ein Traumding. Da. Paar. Schade, wenn sowas. Wie in den letzten 2 Jahre bei denen hast du gemerkt, das ist nicht mehr so. Nur noch angeschwiegen. Viel. Und oft. Immer eigentlich. Naja, das merkst du, wenn du zuhörst. Das ist ja. Aber schade, wenn sowas nicht mehr. Der Jürgen hat zu mir mal leise, wie das noch, hat er gesagt, er weiß auch nicht, aber eine Frau, wo schweigt. Das ja. Die hat doch was zu sagen. Da habe ich gesagt, Jürgen, das müsst ihr selber. Ich könnte ja nichts nein. Naja, was soll ich da? Ich hab dann im Spaß, hab ich gesagt, Jürgen, eine Frau, wo schweigt, nicht unterbrechen. Im Spaß, das war ja ein Blödsinn. Vom Witz her. Da sagt er, ja, ich tät mich wieder lustig machen, auf Kosten von einem Witz. Aber die ganze Möbel hat ihm mitgenommen. Gut, es waren ihre, aber. Die Blumentöpfe außer am, die hat alle. Das Waschmittel hat ihm mitgenommen. Das Waschmittel. Und da war sowieso bloß noch eine Suche. Du bist schuld. Na? Wegen dir haben wir uns kennengelernt. Du hast mich am Schluss nur noch behandelt. Ja, die spricht richtig so. Die spricht. Die hat ja Semester. Die hat Semester. Die war ja lang Lehrer Grundschule. Die war Grundschullehrer lang. Das ist ja auch wie studieren. Und ich war wie eine Männerfantasie und du hast mich da behandelt und da. Wo ich das gehört habe, bin ich rückwärts die Treppe, bin ich ins Auto und hab gedacht, eine Männerfantasie sieht anders aus. Ja, die muss sehen, die Frau ist zu wahr, um schön zu sein. Aber das müssen die selber. Aber Jürgen sagt, durch die Trennung, die meisten Beziehungsprobleme sind gelöst. Und das ist die Hauptsache. Ja. Aber ich habe zu Achim gesagt, dein Bruder, der muss aufpassen. Das ist immer. Ja. Probleme in einer Beziehung können sich auch auf das Privatleben auswirken. Das weiß ich nie. Ja. Ja, aber jetzt sind wir noch uns, oder? Können wir aufreden. Wenn ich 2 Jahre lang nichts mehr noch mal rede, da geh doch mal irgendwann her und sag, Mensch, ist irgendwas. Du bist so komisch in letzter Zeit, ne? Oder? Ja, da muss ich doch gehen, wie es ist. Ne? Okay. Ja. Sehr schade, ich habe auch immer gesagt, wo das noch nicht so. Aber ihr müsst mal wieder zu zweit irgendwas. Oder zusammen. Na, aber. Und weil sie ihm nicht getraut hat, ist er dann fremdgegangen. Ja, klar. Ja. Er hat gesagt, wenn die mir sowieso nicht. Na, wie soll ich denn? Dann kann ich ja gleich. Ja. Dann die erste Nacht schwanger. Das war der Lukas dann. Die erste Nacht und Ass. Ja. Volltreffer. Und die hat sofort hier. Da war der Lukas noch gar nicht komplett. Ah, nee, da war die noch hier. Umständlich. Da hatte ich schon. Ja, und jetzt?
Der Jürgen zahlt Vollkasko. Ja, klar. Komplett. Alles. Und dann hat sie. Und dann hat sie noch mehr. Er hat sie gedroht auch. Die hat gemeint, dass ich lass mich scheiden. Und dann komm ich. Die hat ihm das Brustmesser aufs Ding. Da sagt er, Jürgen, ich mag Kinder, aber nicht daheim. Ja, er muss ja was sagen. Das ist immer, gerade mit Frau. Gerade mit Frau, oder egal was. Dann hast du eine, haut sie ab. Hast du keine, siehst du auch nie. Dann kannst du gleich daheim bleiben. Du musst froh sein, wenn du heute überhaupt noch klipp und klar sagen kannst, ja, wie jetzt. Ah ja, was ist denn heute, wenn du mal was ist? Wer garantiert denn dir? Wenn die, was er jetzt hat, ist einwandfrei. Die neue vom Jürgen kann man nicht sagen. Hotelfach, irgendwas. Ne, die weiß. Die ist über 10 Jahre jünger, glaube ich. Aber gibt Schlimmeres. Ja. Die ist Hotelfachverkäuferin oder sowas. Ja. Aber die Anna, wenn ich schon studieren. Ne, jetzt nichts gegen ein Vorurteil. Ne, ein gewisser Funken ist immer am wahren Ding. Da. Die war immer mit so einem Gesicht. Ne. Gibt so Leute, den ganzen Tag so. Oh, so Hauptsachproblem. Gibt's so, wo ist ein Problem, du's her, ich bekämpf's. So eins. Immer. Wenn's der gut gegangen ist, da war schon wieder was nicht ganz. Warum hat die aufgehört mit Lehrer? Da war schon eins alles im Ding. Privat versichert. Tatsache. Die war privat versichert. So weit war die schon. Und dann auf einen Schlag, ja, nein. Ich bin jetzt ganz wichtig. Da war es erst schon mal, wo waren die da? Glaub, Indien. Mit Kameras waren sie so zu, weiß gar nicht wie viel. Projektding, Film, Indien. Einwandfrei. Das war sie nur mal ein halbes Jahr, war noch, glaub. Ausland oder irgendwie. Ja, Hauptsache, ne, du darfst dich 2 Jahre lang impfen lassen, da ist ein halbes Jahr nach Indien darfst. Komplett am Ding vorbei. Ne. Da habe ich den Film ausgestellt bei uns im Museum. Da war so Nacht der langen Museen. Der langen Kunst, so. Ne. Wo jeder weiß in Säge und Ding. Da hast du gesehen. Eine halbe Stunde lang. Halb verhungerte Kühe. Mitten in der Straße, Indien. Abgemagerte Leprakranke, alles. Tatsache, da hat die sich zu der Aussätzige dazu auf den Gehsteig. Zu den Lepras. Da wirst du angespuckt von der Religions. Vom Ding her, von der Einheimischen. Die laufen vorbei und die sagen, selber schuld. Verdient, ne, im Leben vorher mal Dreck am Ding oder was faul oder noch früher. Ne. Ja doch, die haben doch so Wiederbelebungsreligion. Ja, da kommst du immer wieder bei denen. Rotationsding. Ja, da kommst du immer wieder. Ja, auch wenn du nicht willst. Und dann darfst du da hinsitzen. Ich vergesse kein Gesicht, ich bin mehr. Na, komm mir Gesicht, ich vergesse kein Gesicht. Und bei der mache ich eine Ausnahme. Kein Problem. Da, wo die nur mit dem Jürgen zusammen war, die habe ich stapelweise Zeug und Bücher und Hauptsache, beim Umzug hast du gesehen. Bücher. Und die hat die gelesen. Aber ablos von Leuten, wo immer Hauptsache Probleme. Der eine war sogar in der Stadthalle bei uns mit seinem, wie heißt er, so ein Überlebens, mit seinem Multifoto-Beamer. Da hast du auf jedem Foto gesehen, wie er überlebt. Einwandfrei, wie heißt er?
Der, was immer die Spinne frisst mit den Kannibalen. Im Urwald und dann überlebt. Nicht der Messner. Der Messner war auch schon der Neberg. Jetzt kennst du Günther oder der Neberg. Das ist also ein Zipfelgesicht. Einwandfrei. Der steht früh auf und überlebt sofort. 100%. Klein am Frühstück fängt an, überlebt er den ganzen Tag. Ne? Manchmal bis abends, so wie er Zeit hat. Wenn der mal einen Tag nicht überlebt, wird er nervös. Nicht? Der und der Messner, die zwei. Das sind so Astronauten. Da, ne? Die gehen also heimlich nur auf den Mond nachts zum. Na, ohne Sauerstoff bis auf. Und früh sind sie wieder da, Frühstück, Spinnen, gib ihm Spinnen. Ja, Spaß auf die Seite. So Leute muss auch geben. Nee, ich muss auch sagen, die sind meistens aktionsmäßig. Schützding. Kann man nicht sagen. Der Messner ist Alpin. Meistens. Der andere Urwald. Da war neulich der Witz mit dem Messner. Pass auf. Nicht, dass ich ihn zusammenbringe. Nee, der Messner unterwegs in Grönland. Kennst du? Grönland, der Messner schon 3 Tage mit dem Schlitten und Bart, alles dabei. Jetzt waren wir, wie ist denn der weitergegangen? Egal, aber einwandfrei. Also, hast du gesehen, mit Bart und Kapsel gerade, oder? Messner ist, kann man nicht sagen. Ja, der Messner, der war beim Lanz, hast du gesehen? Letztes Jahr beim Lanz, einwandfrei. Nur Lanz und Messner, Einzelding, 1 Stunde, war Katzegrad. Der rennt aufs Nebelding oder Matterhorn bis nuff, schmeißt kein Papier weg. Hat er gesagt, Schluss mit der Müllverschmutzung, Alpenschutzdingen, kann man nicht sagen. Muss froh sein, dass überhaupt noch einer. Der, ein Atom, hat er gesagt, ist nichts. Kernkraft ist böse. Ja, du, ne, ist ja gut gemeint. Ja, aber ne, du musst froh sein, dass überhaupt noch einer. Aber das ist einmal einfach, das ist nichts. Und bloß weil in dem Japan, da, wann waren das? Vorletztes Jahr? Da waren sie bei uns auf einen Schlag alle gegen Erdbeben und alles. Und nur wir Deutsche. Jetzt warte mal in Zukunft bei uns, wenn der Strom aus dem Ding kommt. Aus dem Müsli. Ah nee, du musst ja auch mal da. Wir haben 7 Millionen Leute auf dem Planet. In ein paar Jahren 10 oder 11, da will jeder, das Handy soll blinken, das Lämpchen soll brennen. Das muss aber herkommen. Da kann ich lang sagen, das ist nichts. Der Messner, der steht da oben, 3.000, 4.000 Meter vom Problem weg. Na, der hat die Lösung im Rucksack. Na, das ist auch. Na, und wo steht denn das? Der Mensch war noch nie dazu da, dass er den Planet auf Zukunft, auf immer. Das sind wir gar nicht von innen raus. Wir sind anders, wir sind nach vorne und weiter geht's. Da hast du immer gewisses. Aber was hin ist, das war schon immer in der Steinzeit schon. Steinzeit, wenn da eine Wiese war. Da sind wir da hier, wie gesagt, hier, Wiese, einwandfrei. Tiere jagen, Feuer, Lager, Ding, Wald, alles. Eine Zeit lang. Aber wenn da nichts mehr war, sind wir weiter. Da war der uns egal, was da hinten dann ist. Und wir sollen halt Sparlampen einschrauben. Das ist komplett am Ding vorbei. Ich sage jetzt nicht nach mir, ne, aber. Na, da ist wieder Klima, Erdaufwärmung. Wenn ich im März mit dem T-Shirt keinen Schnee mehr schippen muss, ich kann es verkraften. Fahr mich nicht das Hölle. Ne, so. Wenn ich schon höre, Klima bei uns und wir sollen Wind und
so ein Ding bei uns. Bei uns so ein, dieses Jahr 5 Tage. Insgesamt. Klima. Kannst drauf gehen, Bildzeitung im Sommer, wenn nichts ist, ja, Klima. Immer so. Wenn Klima ist, ist Sommer. Immer. Klima hat es schon immer gegeben. Das ist immer ein gewisses ein Wechselding. Einmal ist Eiszeit und dann ist wieder Hitze. Da muss ich halt abwarten. Oder, aber. Ah, nee, jetzt vom Ding her. Aber das muss ich. Das hat auch mit dem Klima nichts zu tun. Du Nordpol-Schmelzding. Wenn Holland geflutet wird. Da sind wir schon im Halbfinale. Oh, dann kommt der wieder, ne? Aufpassen. Nein, ich sage jetzt nicht nach mir die Sinnflut, aber solange sie nicht vor mir ist. Was bringt denn das, wenn wir eine Sparlampe einschrauben? Ja, da geht die Welt in 5000 Jahren, 2 Wochen später. Ja, da haben wir aber den Hauptgewinn. Da sind wir ganz vorne dabei. Und dann sagen die in 5000 Jahren, oh, zum Glück haben die damals vor 5000 Jahren Sparlampen eingeschraubt. Jetzt haben wir noch genau 2 Wochen. Was machen wir jetzt noch so lange? Gut. Ja. Was machen wir jetzt noch so lang? Spinnen essen. Neberg rufen. Aber das lernen die heute in der Schule. Es gibt Liebenstrom und es gibt Bösen. Wenn's propellert, Windding. Bei meinem Kleinen im Buch in der Schule habe ich's. Mein Kleiner, der geht in die Schule. Der geht in die Schule, der ist jetzt auch schon in der. Wie alt ist denn der jetzt? Der ist jetzt. Naja, aber die lernen das. Da habe ich gesagt, und wenn kein Wind geht, was denn dann? Schalten Sie den Motor ein, das würde. Da Strom ist. Ne? Ich bin frei, ne? Aber der A6, ne, voll in der Arena. Ich hab zum Jürgen gesagt, wenn hier, da musst du bei Versicherung, da musst du hier, sonst hast du da. Hast du ein Vorurteil am Ding? Aber schriftlich? Na, das geht ganz schnell heute. Gibt heute sehr viele Vorurteile. Und manche stimmen gar nicht. Ja, früher hat man gesagt, Alkohol, oder? Ne? Früher Alkohol. Ja. Früher die ganze Alte, Willy Brandt, Strauß, egal, weiß man. Weiß man. Der Willy Brandt, der hat nicht viel, aber den ganzen Tag. Und abends hat er gelacht und ist eingeschlafen. Neulich ist der Willy Brandt einwandfrei. Der Strauß gerade anders, wenn der. Der Strauß, ritzrot, Dach wegflog. Da hat er gesagt, wo ein Wille ist, da bin auch ich. Wo ist die Flasche jetzt? Und der war Pilot, der ist selber. Der ist nach Moskau, ist der selber. Hat er gerade Ding. Der Stäuber im Gepäck hin. Tatsache. Der war so, der Stäuber hin. Dem ist Risotto gegangen, ganz klar. Und der Strauß, wo ist die Landebahn? Ei, mein Freund. Wo ich den Strauß im Fernsehen das erste Mal, da war ich so ein kleiner Bub. Na, wie alt war ich da? Mein Bruder ist älter. Da war das, genau. Ne? Und das sage ich zu meinem Bruder, weil der Opa viel erzählt hat vom. Habe ich gesagt, ist das jetzt der Adolf? Der Opa hat immer erzählt, der Hitler. Und habe ich gemeint, das ist er. Damals war Hitler nichts Fernsehen, das war 70er, da war hier.
Da habe ich zu meinem Bruder gesagt, das ist er, 100%. Der Opa hat es gesagt. Ne? Mein Bruder Lachemüse, der hat gesagt, nein, das ist er nicht, das ist der Armer. Ne? Der hat gesagt, das sind zwei. Ja, da waren wir so Bube. Ne? Das ist das. Das ist der Alkohol. Ne? Aber das wissen wir bei denen, der Alkohol. Ne? Die Dunkelziffer. Ja, die Dunkelziffer ist da ja bekannt. Bei denen. Oh, beim Jürgen auch. Ja. Jürgen, wie macht der Kampfhund? Was hat er geschrien? Wer nachts schläft, braucht sich nicht wundern, dass er am Tag arbeiten muss. Sehr wenig. Ja, aber da waren die in Florida. Das war. Genau. Ich das gedenkt, dass die Amis mal da. Wir Deutsche, wir müssen mit den Scheichs, Araber, Saudi-Ding da. Öl ist die Währung. Alles andere ist Griechenland. Ja. Ah, nicht. Die Scheichs, die kaufen alles: Fußball, England, alle Scheichs. In München, der andere Verein. Da ist nochmal einer. Das ist ein Scheich. Und der ist nicht einmal Öl, der ist Häuser, glaube ich. Wenn der den Geldhahn aufdreht, ne? Die übernächste WM ist bei denen in der Wüste. Bis dorthin werden sie 11 Mann zusammenhaben. Ja. Alles hier. Ja. Aber die Amis, das ist. Ne? Der Obama, schade, der war. Ne? Den haben sie gefeiert. Aber der war genau im falschen Moment am richtigen Ding. Beim ersten Mal, den haben sie gefeiert wie der Podolski in Köln. Guck mal, wo Köln spielt jetzt. Das ist, ja. Und bei der Amis, wenn du da der Oberchef bist, da musst du aufpassen. Da bist du ruckzuck hier, ganz oben auf der Liste. Der wäre nicht der Erste. Kennedys, alle, der Schauspieler in der 80er, angeschossen. Du musst Waffen, Banken, das musst du hinterher alles. Du musst deine Leute vorschicken, hinterher, vorne darf schwingen. Und da ist der nicht so, der Obama. Ja? Muss aufpassen, sonst kann er das Ding bestellen, da, das. Wie heißt das? Das Papamobil da. Ja? Darf er noch mal winken beim Abgang? Ja? Das Ding ist sowieso gerade frei, der andere fährt ja mit dem Bus. Ja? Naja. Aber das ist es nicht. Die Amis. Ja. Oh. Wenn die Amis, wo hier bei uns schon immer, kann man nichts sagen, stationsmäßig. Wir Kinder, wir sind eben immer gespielt bei denen über der Barracks. Kennst du Barracks? Kaserne. Haben wir immer. Die waren immer zu uns. Ne? How are you? Immer gelacht. Der Ami, der ist von innen raus. Das können wir von dem. Die lachen immer, how are you, wie geht's? Was vorne ist, was hinten ist, egal, Hauptsache. No life, no fun, sagen die. Wenn man es übersetzt. Ein Ami konnte ja aus Dreck Scheiße machen, Hauptsache. Und wenn der Ami eine Krise an die Wand fährt, dann richtig. Wenn blöd, dann gescheit. In Florida, die haben es. Die sind mit der Aktenköfferle an die Haustüren. Vor 6-7 Jahren und jeder Kreditle, Aktienzeug. Köfferle, Klingeling, Hauptsache Unterschrift, Tilgung egal, Hauptsache Zins. War klar, dass das eine leere Luftbombe ist. Wo dann platzt. Und das Lehmann und das war alles. Und das, was heute Zypern, Griechenland, Irland, das ist alles ein Rückding von den Amis. Trau nie einem Aktenkoffer. Aber der Obama, hast du das gesehen, da habe ich so lachen müssen. Da hat er Medaille verteilt. Das war so ein Wahlkampf, dass Amerika ist Medaille. Ne? Und da war ein Tisch am Schluss dann nur mit Sport, so Boxer. Die ganze Boxer, die ganze Alte, der Foreman. Dann der Ali,
Kennst du alle, einwandfrei. Ne? Dann nicht die Weisung, wie heißt denn der? Was heißt so? Tyson, kennst du? Also ein Kampfhund, ne? Der hat immer eben das Ohr weg mit dem. Und den hat er gleich mal eine Medaille gegeben, ich weiß auch nicht. 300 Jahre Boxen oder irgendwas. Ne? Aber wie der Obama weg war, hat der Muhammad Ali ein Witz nach dem anderen. Aber richtig, im Formen ist Bier vor Lachen aus. Jedes Mal. Der Tyson noch jeden Witz im Formen auf der Rücke. Der Ali hat gesagt, von der Hautfarbe her, der Obama, der ist ja gar nicht richtig weiß. Und im Formen das Bier raus. Der Ali war immer, der hat. Der Ali, der war zu arg damals. Da war ich so ein kleiner Bub, da habe ich den Ali live damals. Mein Bruder nicht, wir sind immer nachts live raus. Fernsehboxen Amerika geguckt. Das war. Ja, Amerika ist ja 3 Uhr. Meistens nachts, da muss er raus. Ne? Ja, wie alt war ich da? Mein Bruder ist älter, ne? Der war vorne im Sessel, da mein Vater, und ich bin hinter die Couch, das ist mein Vater nicht. Ne? Wegen der Schule. Ich war nicht. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, von der Tür bis hinter die Couch. Die erste Runde habe ich einen Teppichboden gesehen. Ja, mein Vater, wenn der mich gesehen hätte, mein Vater, da hätte er gesagt, setz dich her. Setz dich her, der Ali. Ne? Und der Ali hat nach dem Kampf hat er gesungen, Gedichtli aus dem Ding raus. Und damals schwarz, das war noch wie heute. Dann haben sie gesperrt 3 Jahre. Damals schwarz, da waren in Amerika im Bus die Schwarze hinten und die Frau vorne, das war anders. Dann hat er gesagt, wir Schwarze sind die Beste und deshalb ist ein. Ne? Der hat gesungen, Gedichtli. Das, was die heute singen, die ganze Rap und 50 Dinge und Anyman und die ganze, weißt du. Der Anyman. Das, was der heute singt, das hat der Ali früher noch im Kampf erzählt, aber richtig. Hat immer gesagt, wir sind die Beste. Ja, guck doch mal. Guck doch mal 100 Meter Olympia, guck schon mal. 100 Meter Olympia oder egal, Finale oder Endlauf, egal was, guck schon mal. Von 8 Läufern sind 10 schwarz, immer. Noch nie ist ein Weißer unter 10,0, noch nie. Vorletztes Jahr, glaube ich, mal ein Franzose, aus Versehen. Das war ein Franzose in Frankreich. Ja, und wenn, aber sonst noch nie. Ein Weißer war mir genau 10,0. Der war dann Olympia, ein Deutscher. Aber das war, schwarz-weiß nicht, das war. Na, jetzt sind die Hand gestoppt. Ne? Oh, die rennen schon. Und jetzt aber. Genau 10,0, das ist so ein Zufall. Und sonst noch nie. Guck schon mal im Vorlauf, wenn noch ein paar Weiße. Sonntags früh ist 9 Uhr immer Vorlauf, Fernsehen, guck schon mal. Wenn der erste Weiße im Ziel ist, ne, da hat der. Hier ist der Jamaika da. Ne, da hat er schon geduscht. Der ist schon geduscht, da raucht er schon die erste Wahrscheinlich. Ne, also ein bisschen. Nicht, dass er aus dem Stadion rennt, muss ihn einfangen. Ne, aufpassen, noch ein Termin morgen, Finale. Aber der Ali hat gesagt, wir können rennen so schnell wie wir wollen, weiß werden wir trotzdem nicht. Ne? Und im Formen ins Bier wieder raus. Ne? Mein, der Ali, ich muss sagen, du verstehst ihn schlecht. Ne? Der hat ja sprachmäßig, ne? Ja, wahrscheinlich ein Kampf zu viel damals. Man weiß nicht genau wer, aber vielleicht, dass der Formen, dass der dem. Die sind heute wieder, ne? Aber so zentral wahrscheinlich Sprachzentrum. Da weggeboxt. Ne? Man weiß nicht genau wer, aber der Formen war's. Ne? Ja, ja, ganz klar. Das merkst du auch beim Ali, der hat jetzt auch immer so Probleme mit dem Ding. Mit dem, wie heißt es, sag man's? Das ist. Ein Gedächtnis.
Bist so Aussetzer. Ne? Auch sprachmäßig, der bringt Kit nicht, er fängt als einen Satz an und mit ihm. Na, auch. Aber Humor, einwandfrei. Kann man nicht so. Okay. Mein Boxer heute ist auch. Guckst du noch Boxen? Formel 1 kann sein, dass ich mal Boxen sehe. Was ich sehr viel gucke, ist Sport. Sport gucke ich sehr viel. Aber Boxen, der Klitschko, der hat ja gar keinen Gegner. Der Klitschko, hast du mal gesehen? Was? Der hat keinen Gegner. Der steht 8 Runden lang da. Ne? Wer ist das? Was will der? Ne? Kann man dem helfen? Dann guckst du auf die Uhr und will heim, ist ihm langweilig. Ne? Kann man dem was bringen so lang? Und dann einschlagen und dann geht er heim, frisst die Milchschnitte und legt sie in ein Bett. Also, heute mit Boxen nichts zu tun. Ne? Oder Bier ist er jetzt. Jetzt ist er nicht mehr Schnitte, jetzt ist er Bier. Da laufe ich lieber freiwillig auf den Amboss, bevor dass ich mit dem stirnmittig auf der Amboss zentral. Da habe ich das Gleiche, aber da kann ich die Uhrzeit bestimmen. Mein Privat ist der nicht so, der Klitschko. Der ist ja Doktor und alles. Wie sie viel nicht. Der will ja OP werden. Ukraine, glaube ich. Der ist. Privat ist der anders wie beruflich. Und der Klitschko, das sind ja zwei. Aber das ist es, wir müssen mit den Arabern. Dann rennt halt ein Turban über den Marktplatz, aber da, die Stadthalle hat ein neues Dach, du musst ja hier. Ah ja. Oder nicht Turban, wie heißt denn das? Turban ist ja da. Die habe ich ja mit dem Spoiler dahin, wie heißt denn das? Wie heißt denn die Scheichabdeckung dahin? Und nicht jeder Araber ist ein Terrorist, da muss man auch fair. Ah, ne. Jeder Terrorist ist ein Araber, aber. Da muss man genau. Ne. Jetzt hab ich den Witz mit Messner. Ich hab die ganze Zeit. Den sag ich nicht, dann tu mal kurz. Pass auf. Treffen sich zwei Yetis, das hab ich vorhin gar nicht. Oder? Da geht er gar nicht. Pass auf. Treffen sich zwei Yetis. Ganz normale Yetis. Die laufen da jeden Tag im Schnee, geradeaus, aber hin und her. Genau. Und dann bleibt der eine stehen und sagt, du, ich habe gehört, diesen Messner gibt es wirklich. Die haben Spuren gefunden. Ne, das ist er. Ne? Dann sagt der andere, ja, das habe ich auch gehört. Aber der ist scheint gerade in Grönland jetzt. Schon 3 Tage mit dem Schlitten, der will da komplett durch und weiß auch nicht, wie und was. Und genau. Und. Jetzt warte mal an der Stelle. Aber der fängt gut an, ne? Zuerst mal stinken, dann.